Wie mixt man einen Negroni? Sozusagen jetzt ein kleiner Basic-Kurs, ein Einsteigerkurs, denn tatsächlich ist Negroni eine große Geschichte für die Liebhaber guter Drinks. Andererseits auch ein ziemlich einfacher Einsteigerdrink und ein toller Drink. Bei Frag Meier, der sozusagen der alkoholischen Sorgenhotline WhatsApp-Message-Dienst von Trinkabenteuer, gab es viele Fragen zu Negroni. Deswegen erlaube ich mir so ein kleines Einsteiger-Manual. Und es gab eine spezielle, dem wollte ich auch mal so auf den Grund gehen, woran es liegen kann. Und zwar schrieb jemand ein bisschen Einladung und dann kommt: Ich habe ein Thema, wo ich nicht weiterkomme. Vielleicht zuvor ein bisschen Drinking History. Bevor ich Empfehlungen eines Trinkers, das ist ein Podcast von mir, kennenlernte, war ich Bier, Wein, Grappa und Whisky pur und Eistrinker. Durch dich bin ich zu guten Drinks gekommen. Mein Favorit sind Whisky Sour, Gin Blazer Smash, Espresso Martini und so weiter. Ich war immer jemand, der viel und gut trinken konnte und noch kann. Smiley, I like. Jetzt mein Thema, Negroni. Ich komme nicht drauf klar. Er schmeckt mir immer sehr bitter und mir fehlt einfach ein Stück weit Süße. Produkte sollten okay sein. Happy Gin, alles richtig gemacht im Leben. Campari gehört auf jeden Fall dazu. Und Belsazar Rot. Musste ich kaufen, weil habe ich sehr, sehr lange nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wie er schmeckt. Aber kommen wir gleich zu. Mixe ich zu drei gleichen Teilen. Klassisches Rezept. Aber ich komme nicht drauf klar. Zugegebenermaßen bin ich auch kein riesengroßer Wermut-Fan. Kann das wirklich alles sein oder mache ich vielleicht was falsch? Das ist eine gute Frage. Wir kommen ja sofort zum 101, aber wir müssen jetzt mal einsteigen, weil es könnte natürlich wirklich sein, du beschreibst es ja schon selber, dass du vielleicht kein Bitter magst und dann ist das ein Drink, der dir vielleicht nicht gefällt, denn wir haben zwei Bitterkomponenten. Der Drink als Einstieg ist relativ einfach. Er besteht aus drei Teilen und ich würde immer für einen Anfang, Kalibrierungs-Negroni, würde ich immer sozusagen anfangen mit drei gleichen Teilen, denn das ist das Originalrezept. Man braucht einen Gin, der sehr viel Wacholder hat. Heppel tut das in einer sehr eleganten Art und Weise auf drei unterschiedliche Möglichkeiten. Ein sehr guter Negroni-Gin. Dann gibt es sowas wie Campari. Das ist man nennt es Italian Bitter. Das ist einerseits ein Likör, hat durchaus nicht zu wenig Zucker, aber es hat auch wirklich viel Bittergeschmack. Deswegen in der Wahrnehmung dominiert das Bittere. Und es geht um roten Wermut. Das sind die drei Bausteine eines Negronis. Und das Rezept ist eigentlich einfach. Von jedem ein Teil. Und dennoch kann das natürlich Riesenunterschiede geben. Klar, wir haben ein Riesenproblem, denn es gibt, ich weiß nicht, über 1000 Gins in Deutschland. Deswegen, jeden dieser Bausteine kann man austauschen. Gin, eine Riesenvielfalt. Wermut, mittlerweile auch eine Riesenvielfalt. Denn viele deutsche Winzer und so weiter machen mittlerweile auch Wermut. Campari gibt es auch schon die ersten Substitute. Aber wir wollen ja kalibrieren und für den Einstiegs-Negroni wollen wir, wie ich finde, über einen Classic Gin reden, über Campari und, um auf deine Frage zurückzukommen, über Wermut, roten Wermut. So, die Idee ist einfach. Wir brauchen, und es gibt zwei Varianten, ihn zuzubereiten. Es gibt viele Varianten, aber die Basics. Normalerweise rührt man den Drink. Das heißt, man macht viel Eis in ein Rührglas, rührt es kalt. Was ich an dem Drink aber auch so toll finde, ist natürlich, dass man ihn eigentlich im Glas bauen kann. Deswegen ist er ja vielleicht auch was für zu Hause. Ich mache jetzt einfach mal von jedem gleiche Teile, sprich eine Unze steht hier. Das sind 3 cl, amerikanische Unzen, ungefähr 3 cl. Also wir nehmen erst Gin. Mein alter Lehrmeister hätte mich sozusagen erschlagen. Er hätte gesagt, Maja, erst das Billige nehmen, was verderben kann. Das wäre der Wermut gewesen, da kommen wir aber gleich zu. Hier sind ja auch alles original verschlossene Flaschen for a reason, denn man muss eine Sache wissen. Also ich würde mal sagen, wenn man den Gin nicht gerade irgendwie in den Heizungskeller stellt, also da kann eigentlich gar nichts mit passieren, beim Campari ähnlich. Der Wermut hat natürlich eine Weinbasis und tatsächlich kann der Wermut sich ein bisschen verändern. Um fair zu sein, habe ich mal drei geschlossene Flaschen mitgebracht. Und zwar habe ich mitgebracht Nummer 1, Punt et Mes. Das ist so ein bisschen die alte Spielart des Wermuts, wie ihn wirklich schon seit Hunderten, ich weiß nicht ob Hunderte, aber wie es ihn schon seit sehr langer Zeit gibt, seit vielen Jahrzehnten, Hunderte ist ein bisschen übertrieben. Und damit habe ich sozusagen angefangen, Negronis zu mixen, weil früher, man möge mir das Alter verzeihen, gab es noch gar nicht so eine riesen Auswahl an Wermut. Da gab es ein paar alte Klassiker. Martini Rosso, Punt et Mes und Punt et Mes noch ein bisschen herber. Mir hat das immer sehr gut gefallen für so einen Kalibrierungs-Negroni. Der Drink ist eigentlich schon fertig. Man könnte natürlich clevererweise feststellen, da fehlt doch Eis. Ist richtig, aber ich probiere erstmal einmal so. So kenne ich Negroni. Dann ist etwas beim Wermut passiert. Ich würde sagen, so einer in Deutschland war einer der großen Player. Es hieß Antica Formula. Gibt es immer noch.
Da hat man alte Wermutrezepte wieder aufgetan und hat gesagt, Mensch, früher wurden die noch ein bisschen aromatischer gemacht, mehr fruchtig. Also was ist Wermut? Wermut ist Rotwein oder Weißwein, ist also oft sogar Weißwein, dann durch die Gewürze wird der rot. Rotwein ist es eher selten. Es ist Wein, der wird gewürzt, der wird gezuckert und es wird Gewürze reingegeben. Böse Zungen behaupten, früher damit ist man preiswerten Wein losgeworden oder konnte zumindest noch mal was draus machen. Auf jeden Fall hat man, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 15 Jahren ungefähr, 2005, 6, 7, haben Wermuthäuser angefangen und sich auf den alten Stil besonnen. Ich glaube, Antica Formula ist übrigens das gleiche Haus wie Ponte Mes, war eins der ersten, eines der ersten Produkte, was rauskam und gesagt hat, Mensch, wir machen Wermuts, wie sie früher waren, noch ein bisschen opulenter, noch würziger, vielleicht auch ein Hauch süßer, ein bisschen anders. Das hat sehr vielen Leuten sehr gut gefallen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum mit diesem Cocktail-Revival vor 15 Jahren oder so auch vielleicht Negroni noch schneller durchgestartet ist, denn diese Wermuts sind ein bisschen gefälliger. Martini Reserva Rubino ist ein bisschen später gekommen, ist auch sozusagen ein Remake dieser ganz alten Stilistik von Martini, aber schon mit ein, zwei neuen Interpretationen, gefällt mir sehr gut. Großes Haus, kann man, denke ich, überall kaufen. Ich habe jetzt mal versucht, Sachen zu nehmen, die man überall auch schnell bekommen kann. Den gibt es zum Beispiel auch bei Trinkabenteuer. So, Farbe kann man, glaube ich, auf der Kamera nicht erkennen. Hier wird es ein Hauch heller, das ist ein bisschen roter, das ist dunkles Schwarz eher. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier ist ein bisschen Rot mehr drin. Natürlich haben beide einen Rotton. Viel mehr Frucht, viel mehr Wein. Gut. Also das ist wirklich so der gelernte Negroni, würzig, ein starker Bitterton, angenehm, bin es halt gewohnt. Und das hier, deutlich weniger bitter. Vielleicht, um deine Frage zu beantworten, müssen wir über den Wermut reden. Und jetzt müssen wir natürlich reden über Belsazar, weil du hast ja geschrieben, den benutzt du und den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Den habe ich vor Ewigkeiten probiert. Das ist so die dritte Generation Wermut, die gekommen ist für mich. Das sind diese neuen Remakes. Das ist die neue Identität des Wermuts. Und zwar sind das so Weinproduzenten, das ist ja auch ein deutscher Weinproduzent, der jetzt gesagt hat, ist kein deutscher Weinproduzent, aber hier ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch so ist, weil das Produkt ist ein bisschen größer geworden, ist jetzt an Diageo verkauft worden vor langer Zeit. Die Basis ist deutscher Wein, ich glaube, ist immer noch so. So, 3CL. Der ist schon wieder sehr dunkel. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Im Gemisch wird er fast noch ein bisschen heller. Okay, das beantwortet die Frage ein bisschen, die du hattest. Und zwar, das ist das, was so neu ist. Wie gesagt, wir haben die ganz alten, kernigen, bisschen herben, klassischen Wermuts. Wir haben diese italienischen Remakes, gibt es auch aus anderen Ländern, aber die gesagt haben, noch ein bisschen fruchtiger, weiniger, einfach mehr, viel mehr Power, zurück aufs alte Rezept. Und jetzt kommen die neuen, die auch aus der Weinecke sagen und sagen, Mensch, wir wollen aber auch Wein. Es gibt ja schon welche, die dann wirklich mit den Weinsorten spielen. Wir wollen viel mehr Würzigkeit, wir wollen weniger vielleicht hinzugeben. Ich weiß nicht, ob es dem Wermut so gut tut und ob es dem Negroni so gut tut. Und bitte nicht missverstehen, das soll nicht heißen, dass das nicht wunderbar im Negroni funktioniert, aber vielleicht so für den Einsteiger. Es ist schon fortgeschritten, weil wir sind nachher in einem tollen Game. Weil nachher, wenn man Negroni verstanden hat, wenn der Geschmack kalibriert ist sozusagen, dann feel free, whatever you want to do. Was steht denn drin? Egal, was steht denn drauf, wollte ich sagen. Gewürzauszügen kombiniert. Blablabla. Es ist sehr kräutrig, sehr würzig. Mir ein Hauch zu viel. Ich glaube, für geübte Negroni-Trinker durchaus richtig. Aber vielleicht, um die Anfangsfrage zu haben, warum du auf den Negroni nicht klarkommst, vielleicht
Wermut wechseln. Vielleicht so eine Antica Formula, Martini Reserva Special, Rubino heißt er. Dieser Machart, wo es ein bisschen mehr Volumen hat, Körper, wo es nicht so um Kräutrigkeit und Bitterkeit geht. Bestimmt ein sehr guter Wermut. Wäre jetzt vielleicht auch nicht, ich will nicht zu vorschnell verurteilen, warum, ich will überhaupt nichts verurteilen, alles drei tolle Produkte. Wir reden ja über den Beginnerkurs. So, wir haben jetzt also gleiche Teile, das war sehr einfach. Gin, habe ich Campari reingemacht? Ja, habe ich. Ich komme schon nicht nach Campari. Und Wermut in allen drei Gläsern. Und jetzt passiert Folgendes. Eis. Wie gesagt, man kann das separat rühren. In der Bar würde man das so machen. Dann sieht's ein bisschen, dann richtet man das wieder auf frischem Eis an. Dann sieht das Glas ein bisschen, ich sag mal, fresher aus. Ich hole mir mal hier, warte mal. Ich habe hier doch alles mitgebracht in den Garten. Ich wollte gerade sagen, jetzt ohne Zange. Aha. Großes Stück Eis, das funktioniert. Okay. So. So. Also, wenn ich anfangen wollen würde, Negroni zu trinken oder es lieben zu lernen, muss man ja nicht. Mein Gott, die Welt ist so, es gibt so viele tolle Sachen, wenn man es nicht macht, ist auch nicht schlimm. Ich würde einen kernigen, wacholderlastigen Gin nehmen, in gut. Ich würde mir Campari für den Anfang holen. Es gibt mittlerweile tolle andere Sachen, Bonanto. Es gibt, Namen vergessen, 1 und 2, hier aus irgendwo aus München ein, habe ich auch vergessen, egal. Es gibt mittlerweile auch ein paar, die sozusagen an der Campari, an dem Campari-Exklusivitätspfeiler kräftig sägen. Ich bin großer Campari-Fan. Ich bin mittlerweile auch ein großer Gin, also ich bin so ein bisschen festgefahren beim Gin, für mich so diese Gin-Vielfalt. Wunderbar, aber ich muss auch nicht mehr alles probieren. Und jetzt dachte ich, spielen wir ein bisschen mit dem Wermut, weil ich glaube, das ist das die Essenz in dem, vielleicht für den Einstieg. Ich habe ein bisschen komisches Eis hier aus dem Froster geholt, das hat ein bisschen zusammengeklebt, aber es geht. Punte Mers ist, glaube ich, so am dunkelsten. Das ist eher fast schon schwarz-rot. So, dann ist immer die große Frage, da drauf kommt eine Zeste von Zitrusfrüchten. Die meisten Menschen, Bartenderinnen und Bartender nehmen Orange. Ich bin großer Freund von beiden, Zitrone und Orange. Das Wechselspiel der Zitrusaromen. Aber ich würde es gerne einmal vorab ohne probieren. Also ich würde sagen, das Punt de Mess wäre nicht das für den, der kein Bitter mag, weil es hat wirklich diese feine, lange, ist auch ein bisschen rough. Ich mag's. Ich mag es tatsächlich in Stufe 2. Ein Negroni ist ein Drink, der normalerweise gleiche Teile hat, aber es geht natürlich am Ende des Tages nachher darum, wie es jemand schmeckt und welche Produkte man verwendet, gerade wenn zum Beispiel die Wermuts sich ändern. Aber wozu viele Negroni-Trinker neigen, ich auch, ist den Gin-Anteil zu erhöhen. Also sprich, zwei Teile Gin, ein Teil von dem anderen, würde ich hier machen. Sonst ist mir das ein bisschen zu dominant. Deutlich mehr Frucht, ein ganz bisschen Bitternis, aber dann auch sehr lang. Hat nicht diese Würzigkeit, was glaube ich positiv ist, gerade für die, die es nicht mögen. Dieses Eis ist ein bisschen schwierig, so. Ja. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, wenn man hier den Gin-Anteil erhöht, mache ich gleich mal. Auch gut, aber so gefällt mir, also von den beiden jetzt tatsächlich sogar, ich habe lange auch keinen Reserva Rubino mehr getrunken. Okay. Ich bin jetzt fast positiv überrascht. Ich dachte fast, er ist ein bisschen würziger noch, was wir eben hatten, wo ich sage, fast zu viel. Im Negroni verschwindet das ein bisschen, aber es bleibt sehr lang, sehr bitter. Und es bleibt eine Kräutrigkeit da. Und so ein, das ist schon ein bitter, ich weiß nicht, ob das Holz ist. Das ist eine Bitterkeit, das kann ich verstehen, dass man das vielleicht nicht mehr. Also, vielleicht
Variante Nummer 1 ist, mein Gott, es gibt so viele geile Drinks und davon kennst du viele, dann ist die Negroni vielleicht nicht dein Drink. Wenn, dann würde ich vielleicht Belsazar Rot nicht nehmen für Negroni. Ich würde dann vielleicht eher auf die Machart gehen, die mehr Frucht mitbringt, weniger bitter ist. Ich glaube, die wird dir deutlich besser gefallen. Das ist schon ein großer Unterschied, also in der Nuance ein großer Unterschied. Und jetzt interessiert mich nur mal, ich finde es nämlich tatsächlich gerade sehr lecker. So. Ginmenge verdoppelt, nützt ja nichts. Kollegen, macht Platz. Oh. Gut. Wenn man Gin verdoppelt, ist es ein schöner Gin-Ton. Das gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen. Negroni ist relativ einfach. Ich habe natürlich nur eine Sache vergessen. Ich werde mich jetzt hier in den hier am Nachmittag reinarbeiten. Ich nehme eine Zeste von beiden, also einmal von der Orange. Und von der Zitrone. Zwar nicht Amalfi, aber zumindest Bio hier gefunden. So. Und jetzt würde ich sagen, höre ich mal eine Viertelstunde den Vögeln hier beim Zwitschern zu. Denn das gefällt mir sehr gut. Hm. Ja. Also ich würde sagen, wenn dir alles tatsächlich, also wie gesagt, es gibt Antica Formula, aber meine Empfehlung wäre jetzt fast Reserva Speciale Robino. Ich liebe Punto Mess, das ist auch okay. Hm. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich bin gespannt. Kannst du mir mal sagen, ob du jetzt Negroni-Trinker geworden bist oder nicht? Ich mach's noch anders. Du musst mir nochmal deine Adresse schicken. Ich schicke dir eine Flasche davon zu. Und dann möchte ich es wissen. Heppel hast du ja schon, das ist gut. Also, cheers. Doppelgin ist einfach auch gut.